Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition. Darkreis Chroniken. Es begann alles vor vielen hundert Jahren, inmitten des Nirgendwo. An einem Ort, an dem es nichts gab, außer purer Materie. Pure Lebensenergie. An diesem Ort wurde ein Pokémon geboren. Seine Herkunft machte es besonders. Anders als alle anderen Lebewesen war es nicht Bewohner eines Weltenbaumes. Es gehörte nicht zu einem von ihnen. Für rund 30 Jahre tat das damals namenlose Pokémon nichts, als durch die Materie zu ziehen. Die Lebensenergie reichte vollkommen aus, um es dauerhaft am Leben zu erhalten. Doch es wusste, dass es irgendwo da draußen etwas anderes gab. Andere Wesen. Andere Orte. Eine ganz andere Schönheit. Und so machte sich das Wesen der Materie auf die Suche nach diesen anderen Orten. Hierfür reiste es durch die Weiten des Alls, ohne einen Hinweis auf irgendetwas zu haben. Doch trotzdem blieb es entschlossen. Mit Recht. Denn es dauerte nur wenige Wochen, bis sich riesige Bäume am Horizont der Unendlichkeit erstreckten. Es waren Weltenbäume. 4 an der Zahl fand das Wesen vor. Und es wusste, es hatte gefunden, wonach es gesucht hatte. Es würde die Weltenbäume besuchen. Doch hier außerhalb, ein völlig unbekanntes Wesen. Es fiel auch den Wächtern der Weltenbäume auf. Den Weltengeistern. Jeder Weltenbaum hatte einen von ihnen. Sie waren die Personifikationen dieser besonderen Orte. Und ein derart eigenartiges Wesen. Sie entschieden sich, den Namenlosen zu empfangen. Und im Zentrum der 4 Weltenbäume kam es so zu einem ersten Aufeinandertreffen. Bei seiner Ankunft wurde der Namenlose empfangen von den 4 mächtigsten Wesen. Terrus, der Weltengeist des Weltenbaums des Forstes. Lunala, Weltengeist des Weltenbaumes des Mondes. Groudon, Weltengeist des Weltenbaumes des Sturms. Und Dreron, Weltengeist des Weltenbaumes der Schatten. Ohne je ein anderes Lebewesen getroffen zu haben, stand das Wesen nun den 4 größten Göttern aller Pokémon gegenüber. Sie alle waren sich jedoch einig gewesen. Sie würden sich dem Unbekannten in Frieden nähern. Und so kam der erste Dialog zustande, den dieses Wesen jemals führen durfte. Wie lautet dein Name, Unbekannter? Was führt dich an diesen Ort? Name? Was ist dein Name? Ewig einsam konnte das Wesen das Konzept von so etwas gar nicht greifen. Meinst du das gerade im Ernst? Du weißt nicht, was ein Name ist? Ihr seid die ersten Wesen, die ich hier treffe. Ich weiß nichts über euch oder eure Gewohnheiten. Zu seinem Glück spürte Dreron, dass die Worte des Wesens der Wahrheit entsprachen. Faszinierend. Nun, ein Name ist ein Wort, mit welchem du angesprochen wirst. Eines, welches dich unterscheidet, auf welches du alleine hörst. Mein Name ist Dreron. Deswegen reagiere ich, wenn man dieses Wort ruft. Also, zu eurer Frage. Ich war ewig in der Materie eingesperrt. Und als ich herausfand, dass es irgendwo andere Wesen gibt, wollte ich sie finden. Ich wollte andere Wesen treffen. Wie viele gibt es denn hier? Die Anzahl der Pokémon in unseren Weltenbäumen ist unermesslich. Millionen von ihnen leben hier. Millionen? Es gibt so viel Leben? Ja, junger Freund. Jeder von ihnen führt ein Leben in einem unserer Weltenbäume. Kann ich auch einen von ihnen besuchen? Die 4 Weltengeister, erkennend, dass keine Gefahr von diesem Wesen ausging, stimmten zu. Selbstverständlich! Du kannst dir die Welten ansehen! Und solltest du eine von ihnen finden, in welcher du leben möchtest, dann steht dir dies völlig frei! Nur eine Sache, bevor du losziehst, junger Freund. Auch du brauchst einen Namen, um dich mit den anderen Wesen zu verständigen. Möchtest du, dass wir dir einen Namen geben? Ein Name? Kann ich einen Namen tragen, der zeigt, aus welcher Dunkelheit ich geboren bin? Natürlich.
Ein Name, welcher dich widerspiegelt. Seht euch dieses Pokémon an. Was haltet ihr alle von dem Namen Darkon? Ich weiß nicht. Der Anfang klingt gut, aber das Ende klingt zu sehr wie ein Weltengeist. Und was wäre mit Darkrai? Darkrai? Darkrai. Ja, Darkrai. Das bin ich. Ich bin Darkrai. Das ist mein Name. Einige Jahre vergingen seit diesem Tag. Ich bereiste jeden einzelnen der vier Weltenbäume, traf viele Pokémon und erkannte, wie wunderschön all die Natur außerhalb der Lebensenergie wirklich war. Und gleichzeitig, Groudons Angebot kam nie zum Tragen. Denn ich erkannte für mich selbst, dass es nicht möglich war, eine Entscheidung zu treffen. Ich konnte nicht Treue zu einem der Weltenbäume schwören. Alle Weltenbäume waren für mich gleichermaßen Ideale von Schönheit und Vielseitigkeit. Und so reiste ich immer zwischen ihnen hin und her, weiter und weiter. Ich wurde zum Nomaden und gleichzeitig zu einem Freund aller Weltenbäume. Die Weltengeister versuchten nicht mein Vorgehen zu stoppen, sondern unterstützten mich dabei. In jeder Welt traf ich Pokémon, welche auch Interesse an den anderen Weltenbäumen zeigten, jedoch nie auf die Idee kämen, an einen derart anderen Ort zu reisen. Auch wenn ich selber völlig anders dachte, konnte ich auch diesen Gedankengang immer nachvollziehen. Und deshalb war ich auch gerne ein Nomade. Ich konnte überall Geschichten erzählen, von Orten, die den Pokémon so fremd wirkten. Ich konnte Geschenke mitbringen, die für die Pokémon wirklich besonders waren. In dieser Rolle als Nomade, ohne wahres Heim, doch mit Erfahrung und Offenheit, machte ich mich bei den Pokémon aller Weltenbäume sehr beliebt. Als eine große Krise eintrat, zeigte sich, wie sehr die Weltengeister mir nach all den Geschehnissen vertrauten. Meine vollkommene Unparteilichkeit war genau das, was sie benötigten. Denn als Groudon seine Macht zu Kopf stieg und es keinen anderen Weg gab, als ihm diese Macht zu nehmen, baten sie auch mich um meine Meinung und Hilfe. Natürlich wollte ich die vier nicht enttäuschen. Der vierte in dieser Gruppe war ein normales Pokémon. Sein Name lautete damals Donner, doch er war bereits von den Weltengeistern und mir erwählt worden. Der Weltenbaum des Sturmes brauchte einen Weltengeist, um leben zu können. Sobald Groudon fort war, würde Donner als Weltengeist Tundil seinen Platz einnehmen. Doch erst einmal müsste Groudons Macht schwinden. Die Weltengeister schlossen sich zusammen, um gegen ihn vorzugehen. Doch auch im Inneren des Weltenbaumes gab es große Probleme. Während manche den Irrsinn ihres Herrschers sahen, gab es andere, die Groudon trotz dessen treu bleiben und nicht wollten, dass er gestürzt werden würde. Und diese Pokémon waren auch bereit für ihn zu kämpfen. Durch diese Gegebenheiten entbrach im Weltenbaum des Sturmes wortwörtlich ein Sturm aus. Eine Art Bürgerkrieg, auch wenn seine Gründe schlicht nutzlos waren. Der Kampf um Groudon lag sowieso nicht bei den Bewohnern dieser Welten. Doch dies schien sie nicht an diesen Konflikten zu hindern. Und auf Bitte der Weltengeister hin setzte ich mich ein, um gegen diese Kriege vorzugehen. Deshalb musste ich mich in diesen Schlachten neutral stellen, doch eher auf die Seite von Groudons Gegnern, welche deutlich weniger aggressiv vorging. Allerdings wusste ich auch, dass es ein schweres Stück Arbeit werden würde. Und ehrlich gesagt sah es von Anfang an nicht gut für mich aus. Alles, was ich tat, schien wirkungslos und Worte stießen bloß auf taube Ohren. Ich war kurz davor, die Hoffnung aufzugeben, bis ich ein besonderes Pokémon traf. Auch wenn dieses Pokémon Vater von zwei Kindern war, war er Teil der vordersten Front von Groudons Gegnern, mitten im Zentrum des Krieges. Doch wie ich erkannte auch er, dass Worte die Waffe waren, welche diesen Krieg schlagen müssten. Keine Gewalt. Er war auf Dauer zu so etwas wie dem Anführer der Gruppe geworden. Und er war wohl auch der Hauptgrund, weshalb die gesamte Gruppierung deutlich weniger aggressiv war. Denn Worte waren nicht nur die Waffe seiner Wahl, er konnte mit ihnen umgehen wie ein wahrer Meister. Dieses Pokémon war es, welches mir wieder Hoffnung gab und auf Dauer mein bester Freund wurde. Seine Spezies ist an dem Tag, an dem ich dies schreibe, bereits ausgestorben, da keines seiner Kinder zu ihr gehörte.
Er war ein schwarzes, echsenartiges Pokémon, etwa so groß wie ich hoch war. Seine Fertigkeiten waren durchaus außergewöhnlich. Und außerdem machten seine starken Worte ihn zu einem Meister der Überzeugung. Als ich vergeblich versucht hatte, irgendwie Frieden zu bringen und kurz davor stand, das Handtuch zu werfen, kam er selber auf mich zugelaufen. Du bist Darkrai, habe ich recht. Ich habe gehört, dass die Weltengeister dich geschickt haben. Ja, wer bist du? Weshalb interessiert dich das? Ich stehe auf deiner Seite, mein Freund. Ich möchte diesen Irrsinn beenden, am besten mit Worten statt mit Waffen. Und von allem, was ich so höre, kommt das auch in die Richtung dessen, wofür du hier einstehst. Das stimmt. Aber kann man diesen Krieg wirklich so lösen? Diese Pokémon wollen doch alle nicht realisieren, dass es Schwachsinn ist, wofür sie stehen. Sie denken, sie tun das Richtige und können etwas bewirken. Ich verstehe deine Sorgen, mein Freund. Doch versuche einmal es anders zu sehen. Stelle dir diese Welt vor, wie den Sternenhimmel in der Nacht. Was denkst du, wie es wäre, wenn auf einmal der Mond vom Nachthimmel verschwünde? Genauso ist für diese Pokémon der Gedanke, dass Groudon nun gehen muss, auf den sie all die Jahre vertraut haben. Sie wollen nicht wahrhaben, dass ihr Vertrauen falsch platziert ist. Doch wir sind dazu bestimmt, ihnen den Weg zu weisen. Du und ich, mein Freund. Trotz meines Frustes erkannte ich schon damals die Weisheit in den Worten dieses Pokémon. Wer auch immer dies war, er erkannte besser als wohl viele andere Pokémon die Probleme und Sorgen der Betroffenen. Und auch mir gaben diese Worte in diesen Momenten wieder Mut. Du hast recht. Sie sind alle gute Pokémon, aber trotzdem müssen wir etwas tun. Wer bist du denn? Ich sehe mich derzeit selber als ein Frontkämpfer der Gegner Groudons. Mein Name lautet Omega. Die nächsten Wochen führte ich diesen Krieg vollkommen an der Seite meines neuen Freundes. Auch wenn wir nicht in jedem Bereich gleiche oder auch nur ähnliche Meinungen hatten, verstanden wir uns sehr gut. Alleine dadurch, dass sich unsere Meinungen zwar stark unterschieden, doch beide auch bereit waren, die Sicht des anderen anzuhören und zu verstehen. Und in vielen Gebieten waren wir uns auch sehr ähnlich. Omega hatte wirklich nicht übertrieben, als er sagte, dass er das Wort der Waffe vorziehe. Obwohl er einer derjenigen war, die sich am Krieg am aktivsten beteiligten, nutzte er nicht einmal überhaupt einen Angriff. Er zeichnete sich wirklich durch eine gesunde Mischung aus Strenge, Entschlossenheit, Offenheit und Tatkraft aus. Und er war letztendlich auch derjenige, der den Krieg beenden konnte. Kurz vor der Niederlage Groudons gegen die Weltengeister ließ er alle Pokémon beider Parteien eine Versammlung abhalten, mitten unter den Sternen der Nacht. Während er und der vermutliche Anführer von Groudons Anhängern sich im Zentrum eines Feldes trafen, beobachteten um ihn herum alle Pokémon das Geschehen. Gerade die Aggressivität seines Gegenübers hätte wohl viele Pokémon, mich wahrscheinlich inklusive, schnell zur Weißglut getrieben. Und wäre in einem großen Kampf geendet. Doch trotz all den Provokationen schaffte es Omega, eine Rede zu halten, welche sein Ziel erfüllen sollte. Ein gewaltfreies Kriegsende. Dieser Krieg ist bald zu Ende. Nun stehen wir alle hier. Ob Freunde oder Feinde. Hört mich bitte alle an, nur für wenige Minuten. Denn all dieser Krieg, all diese Konflikte, sind sie wirklich nötig? Ich frage euch alle, wie ihr hier steht. Sind wir nicht eigentlich als Freunde geboren? Seht hinauf in den Sternenhimmel, der über unseren Köpfen strahlt. Sagt mir, was seht ihr dort? Eine Einigkeit an Lichtern seht ihr, welche von dort auf uns herunterstrahlen. Doch nun überlegt es euch einmal. Stellt es euch vor, eines Tages. Vollkommen ohne Vorwarnung. Würde die Hälfte aller Sterne in einem grellen Grün erstrahlen. Im ersten Moment würden wir es schön finden, doch natürlich? Sagt ihr mir, sollte es so sein? Sollten die Sterne in verschiedenen Farben leuchten? Nein, dies wissen wir alle. Nein, sie sollten es nicht. Sind deswegen die Sterne, welche grün leuchten, weniger wert? Spenden sie uns kein Licht mehr? Nein!
Zwar sind alle Sterne gleich viel wert, alle erfüllen ihren Zweck und jeder von ihnen hat seinen Platz. Doch die Natürlichkeit des gesamten Himmels ginge verloren. Und nun lasse ich euch noch einmal überlegen. Unsere Gesellschaft, zu welcher wir alle gehören, spaltet sich so sehr in einem derartigen Krieg. Doch dabei liegt der Ausgang nicht einmal in unserer Hand. Soll unser Volk, sollen wir uns wirklich so zweiteilen, wie die Sterne in meiner Metapher? Wollen wir die Natürlichkeit unserer Existenz geben? Für einen Krieg, welchen die Weltengeister unter sich ausmachen? Sagt es mir, ist es das wert? Trotz, dass unser Schein gerade verschieden ist. Gehören wir nicht alle zum selben Sternhimmel? Eine kurze Rede. Nicht viele Worte waren vonnöten, um auszudrücken, was auszudrücken war. Und doch traf die Rede ins Schwarze. Für Omega war der Sternhimmel schon immer ein Symbol gewesen, welches beinahe jede seiner Metaphern bestimmte. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es nicht zwingend die Worte waren, sondern die Sterne selber, die ihn so überzeugend machten. Die unendliche Schönheit und Reinheit wirkte einfach so vollkommen wie all die Reden, die er damit produzierte. Natürlich konnte eine Rede nicht bewirken, dass von einem Moment auf den anderen wieder all die Pokémon Freunde wurden. Doch trotzdem bewirkten sie Großes. Beide Seiten konnten sich einigen, einen Waffenstillstand zu beginnen, und der Krieg blieb pausiert, bis die Weltengeister ihn entschieden hatten. Natürlich nicht zu Groudons Gunsten. Und nachdem diese Schlacht geschlagen war, konnte auf Dauer die Normalität in den Weltenbaum des Sturmes unter dem neuen Weltengeist Tundil einkehren. Und somit kehrte auch bei mir wieder Normalität ein. Und dies bedeutete so viel wie meine Rückkehr zum Reisen und zum Nomadendasein. Weiterhin sah ich häufig die Weltengeister, bei denen sich das neueste Mitglied offensichtlich gut einfand. Und auch noch oft sah ich meinen Freund. Zwar hatte Omega mit dem Ende des Krieges deutlich weniger zu tun als zuvor, doch dies änderte nichts daran, dass er sehr engagiert blieb. Seine Taten im Krieg hatten ihn inzwischen ohnehin bereits zu einer Art Legende in seiner Welt gemacht. Doch er hatte offensichtlich nicht vor, seine Laufbahn als Redner zu beenden. Oft traf ich ihn an, während er auf offener Straße Reden hielt und seine Meinung kundgab. Ich muss ehrlich zugeben, einige der Sachen, die er manchmal von sich gab, waren für mich sehr grenzwertig. In manchen Themen war er schon immer sehr radikal gewesen. Was unsere Freundschaft gerade so eigenartig machte, war sein striktes Treueverlangen eines jeden zum jeweiligen Weltengeist. Oft und gerne sprach er so öffentlich aus, dass ein Band zu mehreren Weltengeistern eine Schande sei. Natürlich vermittelt durch seine Metapher des Sternhimmels. Und oft endeten seine Reden dadurch, dass ich ihn mit meiner Ankunft unterbrach. Wieder mal Propaganda verbreiten, Omega. Darkrai, du tauchst auch mal wieder hier auf. Und hör auf, meine Reden immer als Propaganda zu bezeichnen. Du siehst diese Dinge einfach aus einer einzelnen Sicht. Von allen Pokémon, die ich anspreche, bist du als einziges nicht in diesem Weltenbaum oder in irgendeinem Weltenbaum geboren. Du bist eine Ausnahme. Trotzdem sehe ich nicht, warum man nur einem Weltengeist folgen sollte, wenn sogar die Weltengeister selbst so gut zusammenarbeiten können. Oft und ausgiebig debattierten wir über derartige Themen. Das war der Punkt zwischen uns, der unsere Freundschaft interessant machte, aber Außenstehende doch sehr nerven konnte. Wir konnten wirklich jede Sekunde anfangen zu diskutieren und dann würden wir auch für Stunden dabei bleiben. Omegas Familie, welche ich bereits einmal erwähnt hatte, traf ich allerdings so gut wie nie. Ehrlich gesagt hatte ich auch immer den Eindruck, dass er ihnen nicht wirklich nahe stand. Omega schien eher als Einzelgänger zu agieren, doch ehrlich gesagt, Omegas Familienangelegenheiten waren nicht meine Sache. Er musste selber entscheiden, was er tat. Und so verging rund ein Jahr nach dem Ende des Kampfes gegen Groudon, bis die Weltengeister mich wieder für eine Versammlung einluden. Worum genau es gehen würde, sagten sie mir nicht im Voraus. Dementsprechend blieb mir die Spannung erhalten, als ich aufbrach zum Zentrum zwischen den Weltenbäumen. Der Ort, an dem ich die Weltengeister damals zum ersten Mal getroffen hatte. Jede ihrer Versammlungen fand dort statt. Jeden Monat gab es eine reguläre.
Doch eine außerplanmäßige Versammlung hatte es seit Groudon nicht mehr gegeben. Deswegen war ich doch sehr gespannt. Bei meinem Antreffen waren bereits alle Weltengeister versammelt und im Gespräch. Entschuldigt, falls ich zu spät komme. Du bist nicht zu spät, Darkrai. Du kommst zur idealen Zeit. Wir haben uns schon seit einer Weile beraten und möchten nur noch deinen Rat hören. Es geht um uns Weltengeister und die Weltenbäume. Nachdem die Sache mit Groudon vergangen ist, haben wir alle uns einige Gedanken gemacht. Haben wir Weltengeister vielleicht zu viel Macht? Und wenn ja, gäbe es einen gerechten Weg, sie einzuschränken? Kombiniert mit all der Lebensenergie, die sich über die Jahre wieder im Raum ansammelte, welche uns eine große Hilfe wäre, kamen wir zu einem Entschluss. Und wir haben auf deine Hilfe gehofft, Darkrai. Als Weltengeister haben wir entschieden, dass es Zeit wird, einen neuen Weltenbaum zu schaffen. Jeder von uns wird einen Teil seiner Kraft geben, zusammen mit der Kraft der Lebensenergie. Ein fünfter Weltenbaum. Die Idee kam wirklich wie aus dem Nichts. Doch Unrecht war sie mir keinesfalls. Ich liebte es bereits, durch alle vier Weltenbäume zu reisen. Ein fünfter würde dieses Erlebnis nur erweitern. Es ist ein verständlicher Ansatz und eine gute Idee. Doch weshalb benötigt ihr mich hierbei? Nun, ein Weltenbaum benötigt einen Weltengeist. Ein Pokémon, welches bereit wäre, die Sterblichkeit hinter sich zu lassen. Wir haben lange überlegt, wer für diese Stelle in Frage käme. Und letztlich waren wir alle uns sehr einig, dass diese Wahl auf dich fallen sollte. Darkrai, du begleitest diese Welten nun schon viele Jahre. Wenn jemand diese Position verdient hat, dann du. Aber natürlich zwingen wir dich nicht. Möchtest du denn die Rolle einnehmen? Die Rolle eines Weltengeistes. Ich? Ein Weltengeist? Was würde all dies für mich bedeuten? In diesem Kreis wäre ich wahrlich ein vollständiges Mitglied. Ich würde meinen Teil dazu beitragen, vielen Pokémon eine Heimat zu schenken. Ich könnte der Begründer eines neuen Existenzstandards werden. Vertreter einer eigenen Natur. Und doch, es tut mir leid, aber ich muss ablehnen. Ich bin nicht als Weltengeist geschaffen. Mir liegt zu viel an meinen Reisen, daran all die Pokémon aller Weltenbäume zu sehen. Ich kann mich nicht an einen Weltenbaum zwingen. Und auch meine Unparteilichkeit kann ich nicht aufgeben. Verzeiht mir aber, ich kann diese Position nicht annehmen. Tatsächlich wirkten all meine Freunde nicht sonderlich überrascht. Sie kannten mich wohl gut genug. Es ist dir nicht zu verübeln. Ehrlich gesagt, fand ich es sogar zu vermuten. Doch trotzdem besteht ein Punkt. Der neue Weltenbaum soll entstehen. Und wir benötigen ein Pokémon, welches stark ist. Gerecht. Bereit, Opfer zu bringen. Ein Pokémon, welches sich als Weltengeist eignet. Jemand, dem die Pokémon vertrauen. Dies wird nun deine Mission und unsere Mission. Und ich hoffe, dass wir bei dieser Suche auf deine Hilfe zählen können, Darkrai. Dass sie dies konnten, war selbstverständlich. Und mir kreisten nun bereits viele Gedanken durch den Kopf. Ich habe bereits eine Idee. Ich möchte aber erst mit ihm reden, bevor ich mehr sage. Nun gut, du weißt ja, wo du uns finden kannst. Sofort machte ich mich auf die Reise. Auf die Reise in den Weltenbaum des Sturmes. Ich denke, dass viele bereits ahnen, an welches Pokémon ich damals dachte. Doch zuerst musste ich ihn fragen, was er überhaupt darüber denken würde. Allerdings dauerte es bis zu diesem Gespräch ein wenig. Denn tatsächlich traf ich ihn dieses Mal nicht in seinem Dorf an, wie sonst. Nach einigen Hinweisen und viel Sucherei kam ich schließlich zu dem Feld, auf welchem damals der Bürgerkrieg geendet hatte. Die Nacht war inzwischen hereingebrochen und Omega stand alleine auf dem Feld, welches er einst beherrschte. Omega, kann ich mit dir sprechen? Er schien meine Ankunft bis zu diesem Punkt noch gar nicht bemerkt zu haben. Ah, Darkrai. Was suchst du denn an diesem Ort? Dich. Nun geselle dich gerne zu mir. Ich hatte mich an diesen Ort begeben, um etwas in Gedanken zu versinken. Tatsächlich war dies für Omega etwas sehr Ungewöhnliches.
Sonst bist du doch immer das Pokémon, das nicht stumm in Gedanken hängt, sondern alles in die Welt hinausredet. Was ist denn der Anlass? Ach, es ist nicht so wichtig. Ich denke nur darüber nach, wo ich eines Tages sein will. Ich habe das Gefühl, dass nach dem Krieg einfach kein Schritt nach vorne mehr möglich ist. Es kann doch in meiner Karriere nur noch bergab gehen. Und gleichzeitig hinterfrage ich deshalb meine Ideale. Einst dachte ich, dass mit dem Krieg alles erst beginnen würde, doch nun. Einerseits hatte ich Mitleid mit meinem Freund. Ich verstand wirklich, woher diese Sorgen und Gedanken kamen. Doch gleichzeitig sah ich auch, dass meine Idee nun für ihn perfekt kommen würde. Ich vermute, dass ich dir da gerade recht komme. Nun, hör mir bitte kurz zu, Omega. Vorhin haben mich die Weltengeister wegen einer Versammlung einberufen. Weißt du, was sie wollten? Nach Groudon haben sie sich entschieden, einen neuen Weltenbaum zu schaffen. Oder wollen es eher gesagt noch. Und dafür brauchen sie einen Weltengeist. Und nach all ihren Erfahrungen, nun, sie wollten mich als Weltengeist für einen neuen Weltenbaum. Du als Weltengeist? Das ist eine unfassbare Gelegenheit. Was hast du ihnen gesagt? Nun, ich habe abgelehnt. Du kennst mich. Ich kann mich nicht an einen einzelnen Weltenbaum binden. Es geht nicht. Und all meine Reisen, meine Unparteilichkeit, die mich so weit bringen, ich kann all dies nicht aufgeben. Aber deshalb bin ich nun hier. Omega, sie suchen nun nach einem anderen Weltengeist. Ein Pokémon mit Stärke, Strenge, mit einem Gerechtigkeitssinn und ein Pokémon, das bereit ist, die Sterblichkeit zurückzulassen. Und meine erste Idee. Es war auch für ihn nicht schwer, meine Gedanken zu erraten. Du hast ihn mich vorgeschlagen? Als Weltengeist? Nun nein, noch nicht. Erst wollte ich mit dir reden. Ob du denn theoretisch bereit wärst, diese Rolle einzunehmen. Es kann natürlich auch sein, dass die Weltengeister ablehnen, aber... Was denkst du? Möchtest du, dass ich dich vorschlage? Ist dies der Schritt, welchen du nun tun möchtest? Deine Familie müsstest du allerdings zurücklassen. Nun, das ist für mich ein größeres Minus, als du vielleicht denkst. Mir liegt mehr an ihnen, als ich auf Preis gebe, doch die Gelegenheit. Und ich bin mir sicher, sie würden in meinem Weltenbaum leben. Kurz blickte er in den Himmel hinauf. Wie ein Stern am Nachthimmel fühle ich mich. Einzeln und klein zwischen allen von ihnen. Wenn ich fort wäre, keiner würde es bemerken. Doch diese Gelegenheit. Vom Stern könnte ich zum Mond werden. Etwas ändern. Etwas bewirken. Eine Heimat kreieren. Darkrai. Schlage mich den Weltengeistern vor. Ich wäre bereit, die Stelle anzunehmen. Gut, wenn dies auch dein Wunsch ist. Ich werde es ihnen sofort mitteilen. Gesagt, getan. Ich reiste zurück in das Zentrum zwischen den Weltenbäumen, wo noch alle Weltengeister warteten. Du warst eine Weile weg, Darkrai. Bringst du Neuigkeiten? Ja, ich habe einen Vorschlag. Ein Pokémon, welches all die Eigenschaften hat, welche ihr sucht und bereit ist, die nötigen Opfer zu bringen. Als neuen Weltengeist schlage ich Omega vor. Es war offensichtlich, dass meine Wahl nicht die überraschendste Möglichkeit gewesen war. Omega, so. Omega war das Pokémon, welches den Krieg damals beendete, nicht? Ein sehr willensstarkes Pokémon. Er punktet auf jeden Fall in vielen Aspekten. Auch wenn ich zugeben muss, dass manche seiner Ideale in meinen Augen nicht vertretbar sind. Tatsächlich schienen die Weltengeister relativ unsicher zu sein, wie sie nun handeln sollten. Ich stimme euch beiden zu. Ich denke, dass wir noch etwas Bedenkzeit brauchen. Alle Weltengeister stimmten Tundil zu. Ehrlich gesagt war ich etwas perplex, da ich damit gerechnet hatte, dass sie meinem Vorschlag sofort zustimmen würden. Aber ich fand mich damit ab und entschied mich, den Weltengeistern so ihre Zeit zu lassen. Und so hörte ich erst einmal nichts weiteres. Bis 2 Wochen später die nächste reguläre Versammlung der Weltengeister anstand. Und als ich dort ankam, traf ich bereits auf einen alten Bekannten. Omega, was machst du denn hier? Bei der Versammlung der Weltengeister? Er selber antwortete nicht, Dreron jedoch schon. Wir haben ihn einberufen. Heute ist ein großer Tag gekommen.
Nach langer Beratung haben wir uns entschieden, deinen Vorschlag anzunehmen. Die heutige Versammlung hat nur einen Zweck: Omega als neuen Weltengeist einzuweihen und den neuen Weltenbaum zu erschaffen. Also wirklich? Omega, das ist doch eine gute Nachricht, denkst du nicht? Er blieb rechts gefühlskalt, wie er es meistens tat. Es ist ein Ende und ein Anfang. Eine neue Ära für mich und alle Welten. Und diese Ära wird, wozu wir sie machen. Weise Worte. Nun, wo wir alle versammelt sind, sollen wir loslegen. So geschah es, dass ich einem der bedeutendsten Momente der Geschichte beiwohnte. Die Geburt eines neuen Weltengeistes, welcher zugleich ein enger Freund meinerseits war. Ich hielt etwas Abstand, während alle vier Weltengeister sich um Omega herum versammelten. Die Zeit ist gekommen, Omega. Wir heißen dich heute willkommen in unseren Reihen. Als Erschaffer deines eigenen Weltenbaumes wirst du ab heute einen Platz in unseren heiligen Reihen haben. Du hast in deiner Vergangenheit Großes vollbracht und wirst von vielen Pokémon geschätzt und verehrt. Sie alle bewundern dich für deine Weisheit. Auf dass diese Weisheit dich in der ewigen Zukunft leiten möge. Heute wird ein neuer Weltenbaum geboren. Ein Weltenbaum deines Elements. Und nichts vertritt dein Gemüt mehr als das Sternlicht. Der Sternhimmel, welcher schon immer dein Markenzeichen war. Deswegen heißen wir dich willkommen. Der Weltengeist des Sternenlichtes, Omegon. Alle vier meiner alten Freunde schienen unfassbare Macht zu sammeln, welche in einem Punkt konzentriert wurde. In Omega. Omegon. Das Sternlicht würde also das Element seiner neuen Herrschaft werden. Es hätte nicht treffender sein können. Und unter dieser endlosen Kraft schien Omegon seinen Körper zu verändern. Aus der großen schwarzen Echse wurde ein massiver, pechschwarzer Godzilla, dessen Macht das Universum nun zu durchfließen schien. Das ist also die Macht der Weltengeister. Ich danke allen von euch für euer Vertrauen und werde euch nicht enttäuschen. Doch nun möchte ich nicht lange zögern und tun, wofür ich hier bin. Aus der Kraft der Lebensenergie, von dort, wo vor vielen Jahren ich geboren wurde, bildete sich langsam aber sicher ein neuer Baum. Ein Baum genau wie die vier anderen, welche bereits an diesem Ort standen. Der Weltenbaum des Sternenlichtes. Ein Ort neuen Lebens. Ein Ort mit einer strahlenden Zukunft. Die ersten paar Monate dieses neuen Weltenbaumes verliefen perfekt. Viele Pokémon hatten Interesse am Aufbau einer neuen Heimat, die wichtigste aller Voraussetzungen für die Existenz des Weltenbaumes. Nach Omegas Familie, welche als allererste in diese neue Welt reisten, folgten noch viele, viele weitere. Von den rund 13 Millionen Pokémon, welche damals kombiniert in den Weltenbäumen lebten, entschieden sich beinahe 800.000 dafür, Teil von etwas Größerem zu werden. Eine stabile Grundlage für den Weltenbaum bestand so bereits nach kurzer Zeit. Schnell bildeten sich erste Dörfer und Städte, sowie andere Welten neben der Wurzelwelt. Eine der größten und in meinen Augen schönsten dieser Städte stammte aus der zweiten Welt des Weltenbaumes, welche kurz nach der Wurzelwelt entstand. Diese Stadt bekam bald den Namen Schatzstadt. Sehr oft besuchte auch ich diese neuen Gegenden und betrachtete die Schönheit der Natur dieses Ortes. Und ich musste wahrlich zugeben, dass von all den Weltenbäumen der Pokémon dieser wohl die schönste Natur hatte. Omegon selber sah ich eher selten, aber auch hin und wieder. Und einmal im Monat sowieso, da er natürlich nun Teil der Versammlung der Weltengeister wurde. Und auch bei ihm fand er sich schnell ein. Schon nach ein paar Monaten war jedem klar, dass die Weltengeister eine perfekte Wahl für ihren neuen Vertreter getroffen hatten. Auch wenn die Versammlungen durch ihn etwas erschwert wurden. Omegon war im Herzen nun einmal immer noch Omega. Deshalb war es eine Seltenheit, dass man über einen Punkt der Versammlung nicht mit ihm diskutieren musste. Und auch alte Ideologien schienen oft noch etwas hervor, jedoch nur in Worten und nicht in Taten. Was mir allerdings oft fehlte, waren unsere Auge-in-Auge-Konversationen. Denn in all den neuen Verpflichtungen schien hierfür keine Zeit mehr zu bleiben.
Doch in einer baldigen Nacht sollte sich dies ändern. Ich befand mich derzeit in der Wurzelwelt des Weltenbaumes des Sternlichtes, nicht weit entfernt vom Turm der Götter, in welchem sich das Herz Omegons befand. Jeder Weltengeist musste sein Zentrum in seiner Welt platzieren, damit die Kraft den Weltenbaum versorgen könnte. Dies war auch, was eine Welt als Wurzelwelt auszeichnet. Der Kern des Weltengeistes. Aber ich schweife ab. Ich verbrachte die Nacht in der Nähe des Turmes der Götter, doch ein ruhiger Schlaf sollte mir nicht vergönnt bleiben. In den Tiefen meines Bewusstseins schlummerten düsterste Albträume. In meinen Gedanken sah ich den schlimmsten von ihnen allen. Ich befand mich im Zentrum zwischen den Weltenbäumen. Doch gab es hier kein Zentrum mehr. Ein riesiges Flammenmeer war alles, was blieb. Alle Weltenbäume waren fort. Selbst die Leere des Alls glühte rot wie das Feuer. Und als ich mich umdrehte, sah ich, dass es noch einen Weltenbaum in diesem Traum gab. Ein Weltenbaum größer, als es je einer war. Gar Lichtjahre erstreckte er sich in die Höhe. Und an seiner Spitze sah ich ein riesiges Wesen schweben. Groß wie manche der wahren Weltenbäume. Ein Wesen, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Ich spürte Blutdurst und die Schreie seiner Opfer von ihm ausgehen. Ein riesiger, finsterer Drache, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Der Vernichter allen Lebens. Und dann erwachte ich. Immer noch spürte ich die innerste Angst, welche dieser Anblick in meinem Traum ausgelöst hatte. Es fühlte sich so real an. Dieser Drache. War er wirklich nur ein Traum gewesen? Aber wenn es ihn wirklich gäbe, dann müssten wir doch davon wissen, oder etwa nicht? Diese Macht, die er ausstrahlte. Mit dieser Macht wäre der Drache das stärkste Wesen des Universums. Dass in dieser Nacht Schlaf keine Option mehr war, war eindeutig. So entschied ich mich zur Beruhigung meiner inneren Ängste, das Zentrum der Weltenbäume aufzusuchen, um mich selber davon zu überzeugen, dass es nichts als ein Traum war. Als ich zwischen den 5 Weltenbäumen ankam, war dort alles recht normal. Doch tatsächlich befand sich bereits jemand hier, Omegon. Er stand nahe seiner alten Heimat, nahe des Weltenbaumes des Sturms und schien ihn interessiert zu betrachten. Hallo Omegon, was führt dich hierher? Auf meine Frage hin erschrak er zunächst, offensichtlich vorher nicht bewusst, dass ich anwesend war. Darkrai, ich hatte dich hier nicht erwartet. Ich bin nachts oft hier, aber was führt dich hierher? Ich kannte ihn inzwischen gut genug, um gar nicht zu zögern. Ich hatte einen sehr eigenartigen Traum und musste mich doch überzeugen, dass es nicht mehr als das war. Ein Albtraum also? Was hast du denn gesehen? Vielleicht war es ja mehr als ein Traum. Eine Vision? Ich war sehr froh, dass bereits ohne Erklärung auch Omegon diese Möglichkeit in Betracht zog. Denn genau dies war meine große Sorge. Ein Drache. Riesig wie ein Weltenbaum. Mächtiger als alle Weltengeister zusammen. Ich habe diesen Drachen gesehen als Herrscher seines eigenen Weltenbaumes der Pokémon. Und alle anderen Weltenbäume dieses Ortes waren ausgerottet worden. Ein wenig lockerer schien er die Lage nun doch zu sehen, da ich ihm alles erläutert hatte. Nun, von so etwas gibt es ja derzeit keine großen Spuren. Damit will ich aber nicht sagen, dass wir es ignorieren sollten. Nur, vielleicht sollten wir keine Panik verbreiten. Lass uns beide Ausschau halten und den anderen Weltengeistern erst einmal nichts erzählen, gut? Ehrlich gesagt war ich recht froh, dass er nicht direkt die anderen Weltengeister einschalten wollte, denn falls es wirklich nur ein Traum war... Ja, danke, dass du meine Sorgen ernst nimmst und es nicht gleich als Schwachsinn abstempelst. Beinahe glaubte ich, Amüsement in seinen Augen zu sehen. Kein Problem, dafür bin ich doch da. Ein paar Wochen vergingen, ohne dass ich irgendwelche Spuren meines Traumes vorfand. Doch mit Omegon sprach ich in dieser Zeit kaum. Ich hatte nach unserem Gespräch die Hoffnung gehabt, dass wir einander wieder näher kommen könnten, aber innerhalb dieser letzten Woche schien er sich nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Weltengeistern zu distanzieren. Er wurde von seiner Einstellung her wieder radikaler,
weshalb die anderen Weltengeister auch nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen waren. Omegon wirkte einfach so, als würde er eine Phase durchmachen, in der er niemanden sehen wollte, allerdings durch seine Position dazu gezwungen war. Wirklich etwas ändern konnte ich daran aber nicht. Doch ich hatte die Hoffnung, dass sich die Dinge vielleicht bessern würden, als er eine kurzfristige Versammlung der Weltengeister verlangte. Seitdem der neue Weltenbaum geschaffen wurde, hatte es keine mehr von ihnen gegeben und mich interessierte wirklich, was Omegon Wichtiges mitzuteilen hatte. Doch gleichzeitig schauderte es mir. Was, wenn es mit meinem Traum zu tun hatte? Was, wenn er Spuren gefunden hatte, welche auf die Existenz dieses Drachen hindeuteten? Sollte dies stimmen, würde seine schlechte Laune mehr als nur Sinn ergeben. Dann müssten wir uns nun zusammentun, um die wohl größte Katastrophe aller Zeiten zu verhindern. Aber vielleicht waren das Ganze auch nur Theorien und ich sollte erst einmal die Versammlung abwarten. Ich traf bereits als Zweiter am Heiligen Ort ein, lediglich getoppt durch den Veranstalter Omegon. Es dauerte jedoch nicht lang, bis auch der Rest der Weltengeister eintrudelte. Keiner schien wirklich Lust auf große Förmlichkeiten zu haben, also ging es gleich zum Punkt. Über die letzten Tage und Wochen hinweg habe ich sehr viel nachgedacht. Viele Dinge sind in diesen Weltenbäumen geschehen und werden auch in der Zukunft noch geschehen. Und ich habe euch heute hier versammelt, weil die Zeit reif für Veränderung ist. Veränderung? Ich war offensichtlich nicht der Einzige, den diese Aussage etwas misstrauisch stimmte. Seit jeher, seit der Entstehung der Weltenbäume, waren es immer viele. Eine Versammlung an Weltengeistern, welche alle großen Entscheidungen gemeinsam trafen. Ein demokratisches System. Doch die Effizienz von diesem, sie ist schlicht nicht vorhanden. Man braucht es nicht schön zu reden. Streit und Verzögerung sind alles, was es bringt. Und deshalb plädiere ich dafür, dass ab heute die zentrale Macht in einem Pokémon vereint wird. In einem Alleinherrscher. Worum du uns gerade bittest, Omegon, ist, dass wir den gesamten Frieden unserer Weltenbäume riskieren und unsere Macht abgeben, damit ein alleinnütziger Diktator über das Schicksal aller Pokémon bestimmen kann? Es tut mir leid, das so offen sagen zu müssen, aber spätestens hier endet die Toleranzgrenze. Wir können das hier nicht mehr ohne Strafe vergehen lassen. Tundil hat recht. Omegon, du kennst dich nicht mit den Weltenbäumen aus. Du bist erst seit wenigen Monaten hier. Du hast nicht das Recht, um so etwas zu bitten. Und du wirst es auch nie wieder tun, wenn ich eigenhändig dafür sorgen muss. Omegons Bitte kam auch für mich wie aus dem Nichts und natürlich fand ich sie schrecklich. Doch andererseits mussten die anderen Weltengeister wirklich so harsch sein. Omegon war auch trotz allem ein Freund, oder nicht? Ich verstehe alle eure Sorgen und Ängste. Doch ich denke, ich muss etwas deutlicher werden. Nichts an meiner Aussage war eine Bitte. Und nicht irgendjemand wird diese Macht empfangen, sondern ich. Wie aus dem Nichts strömte Lebensenergie aus den Rissen in den Wurzeln aller Weltenbäume und sammelte sich in Omegon. Er hatte die Energie der Bäume angeschnitten. Ich hatte ihn in dieser einen Nacht auf frischer Tat ertappt. Mit dieser neuen Macht veränderte er sogar seine Form, doch wurde er kein bisschen bedrohlicher. Eine kleine schwarze Echse stand nun vor uns. Doch plötzlich merkte ich, dass alle Weltengeister geschwächt wirken durch ihren plötzlichen Machtverlust. Also sprach ich nun im Namen aller. Omegon, was soll das? Was tust du? Ist das irgendeine Art kranker Scherz? Es kam zunächst keine Antwort, bis das kleine Echsenwesen auf einmal seine vorher unsichtbaren Augen öffnete. Und aus ihnen strömte Macht in die Umwelt ab und bildete eine wirklich bedrohliche Kreatur. Den neuen, den wahren Omegon. Und mir blieb die Sprache bei diesem Anblick weg. Dieser Bastard! Er hatte es von vornherein gewusst! Deshalb wollte er den Weltengeistern nichts erzählen.
weil er selber dieser Todbringer war, den ich in meinen Visionen gesehen hatte. Siehst du es, Darkrai? Es war kein Traum. Du bist wirklich clever, dies so früh durchschaut zu haben. Ihr habt zwei Optionen, Untergebene. Entweder unterwerft ihr euch mir und gebt mir auch die letzte Lebensenergie, die euch zu Weltengeistern macht. Oder ihr versucht mich zu stoppen und sterbt bei dem Versuch. Ich bin mächtiger als ihr alle zusammen. Ihr könnt mich nicht schlagen. Und Darkrai, nun ohne dich hätte ich all dies nie geschafft. Ich muss dir danken. Du bist in meinem Reich herzlich willkommen. Was? Weshalb? Omega, du warst doch immer so vernünftig. Nenn mich nicht Omega. Omega war ein Sterblicher. Ich bin ein Gott. Ich bin ewig. Und ich bin immer noch dasselbe Wesen. Mit denselben Antrieben. In meiner Zeit als Weltengeist sah ich einfach die Wahrheit. Ihr lebt in einem System, geschaffen für Treulosigkeit und Verrat. Pokémon blicken über Weltenbäume hinweg, ohne jeglichen Sinn für Treue und Ehre. Sie interessiert nur eine Freiheit, die ihnen nicht hilft. Nur mit einem allmächtigen Herrscher kann die wichtige Eigenschaft der Pokémon geweckt werden. Treue zu ihrem Herrscher. Und wenn man ihnen diese Treue aufzwingen muss. Als ich bereits dachte, dass es nicht mehr schlimmer werden könnte, schwebten auf einmal 7 Kugeln um ihn herum. Und wenn ihr denkt, dass ihr eure Helden gegen mich verbünden könnt, gebt es auf. Hydropie, Retter des Mondes. Latias und Latios, Retter des Sturmes. Bloink und Bisasam, Retter der Schatten. Sie alle gehören nun zu meiner Welt. Und auch meine eigenen Helden. Wenn ihr euch auflehnen wollt, müsst ihr nicht nur gegen mich ankommen. Eure Feinde sind unbesiegbar. Also ergebt euch. Omegon hatte die Kreation selber verraten. Alles, wofür Pokémon standen. Wofür ich stand. Niemals, Omegon. Du wirst niemals damit davonkommen. Du wirst sterben für die Dinge, die du hier getan hast. Ich werde nicht ruhen, bevor du nicht deinen Tod gefunden hast. Der Tyrann des Sternlichtes schien nicht von meinen Worten beeindruckt. Versuche es nur, wenn du das willst. Also, ich werde nun mein Reich bereisen. Und ihr habt die Wahl. Eure Weltenbäume werden langsam aber sicher sterben. Je länger ihr wartet. Wenn ihr euch jedoch ergebt, dann lasse ich Gnade walten. Entscheidet euch selbst. Och, und Darkrai. Merke dir eins. Wenn deine Zeit endet und alles zerfällt, werden es nur wir beide sein. Und niemand wird sein, um dich zu retten. Solltest du dich entscheiden, mir entgegenzutreten. Dies ist ein Versprechen. Mit diesen Worten verschwand er. Erst jetzt entfaltete sich mir wahrlich die Wirkung dieser Ereignisse. Alles hatte sich geändert innerhalb von Minuten. Das gesamte Universum der Pokémon. Das Pokémon, welches ich noch vor kurzem meinen besten Freund nannte, war nun ein irrsinniger Diktator ohne jeglichen Sinn oder Verstand. Und all die Weltenbäume, welche ich im Verlaufe der Jahre hatte lieben gelernt. Sie alle standen nun vor einem sicheren Ende. Mit der Macht aller Weltengeister und der Helden. Wie sollten wir Omegon besiegen können? Langsam schien zumindest der Schock der Weltengeister nachzulassen. Von welcher Vision redete er, Darkrai? Hast du uns etwas verheimlicht? Ja, aber mit bestem Gewissen.
Ich habe von diesem todbringenden Drachen geträumt. Doch ich traf Omegon kurz darauf und erzählte ihm davon. Er überzeugte mich davon, euch nichts zu erzählen, denn falls es nur ein Traum war, so sagte er, würden wir nur Panik erzeugen. Dieser Verräter wusste es! Und was werden wir nun tun? Kurz kehrte Stille ein, bevor Terus als erster eine Entscheidung traf. Ich werde nicht aufgeben. Omegon darf nicht mit diesen Taten davonkommen. Wir werden kämpfen bis zum letzten Atemzug. Es muss einen Weg geben. Du hast recht, Terus. In diesen schweren Zeiten ist es wichtiger denn je, dass wir Weltengeister zusammenhalten. Omegon hat uns alle betrogen. Ich weiß nicht, für wen er sich hält, doch er wird zahlen müssen. Ich selber hatte mir meine Meinung schon lange gebildet. Ich werde alles tun, was nötig ist. Es ist meine Schuld, dass dies alles geschehen ist. Ich habe euch Omegon als Weltengeist vorgeschlagen. Und nun ist er zum Tyrann geworden. Ihr habt mich einst in eure Welten aufgenommen und nun drohen sie alle zu verenden. Durch seine Hand. Ich werde kämpfen bis zum letzten Atemzug. Und weiter, wenn es denn sein muss. Aber ich werde euch in diesem Krieg zur Seite stehen. Und ich werde alles tun. Ich bin der Einzige von uns, der den Weltenbaum betreten kann. Und ich werde ihn vernichten. Die Weltengeister schienen von meiner Überzeugung tatsächlich wenig zu halten. Du bist nicht mehr schuld an diesen Ereignissen als jeder andere von uns. Doch natürlich würde es uns enorm helfen, Unterstützung aus dem Weltenbaum selber zu bekommen. Darkrai, Lunala, Tundil, Drehron. Hier beginnt unsere größte Schlacht. Er hatte recht, dies tat sie wahrlich. Doch für einige Zeit ohne große Ereignisse. Die Helden waren noch nirgends zu sehen, Omegon hielt ihre Seelen noch, bis zu dem Moment, wo er ihre Hilfe bräuchte. Bis eine unfassbare Macht aus dem Turm der Götter strömte. Wer die Geschichte kennt, kann es ahnen. Die Macht des ersten Menschen. Omegon kreierte eine unsagbare Kraft. Als ich spürte, was diese war, musste ich sofort an den Ort der Kreation reisen. An den Ort, an welchem eine Barriere das Herz Omegons schützte. Und aufgrund des größten Fehlers Omegons schaffte ich es, die Hälfte dieser unsagbaren Macht zu gewinnen. Und sofort brach ich wieder auf zum Zentrum zwischen den Weltenbäumen. Nach langen Besprechungen war es klar. Mit dieser Kraft war die Hoffnung wieder lebendig. Die Weltengeister würden versuchen, ihre Kraft irgendwie zu verarbeiten. Und ich entschied mich ebenfalls aktiv zu werden. Und erbat nur einen winzigen Teil der Macht und einige Elemente. Ich wollte experimentieren, Großes schaffen. In der Vergangenheit hatte es bereits im Weltenbaum der Schatten ein Wesen gegeben. Die dunkle Materie. Ich wollte sie nachstellen. Erst hielt mich Drehron für wahnsinnig, doch auch er erkannte den möglichen Nutzen dieser Kraft. Und so experimentierte ich mit in der Wurzelwelt für eine lange, lange Zeit. In dieser Zeit traf ich auch zwei Pokémon, Giratina und die Welttal. Und beide von ihnen schienen mir zu vertrauen, anders als all die anderen Pokémon, denen Omegon von meinen Schandtaten erzählt hatte. Scheißverräter. Während so die Weltengeister aus der Kraft des ersten Menschen langsam aber sicher das Wesen kreierten, welches als Schattendämon bekannt werden sollte, erschuf ich reines Element und dunkle Macht. Geboren aus einem Teil der Kraft des Menschen, fusioniert mit dem dunklen Kristall und dem Lichtherz, verschmolzen durch die Hitze des Höllenfeuers. Auch die dunkle Materie entstand, wenn auch eher als Fehlprodukt. In der Zeit meiner Experimente erschufen meine beiden Generäle eine ganze Armee. Und ich entschied mich sofort aktiv zu werden. Meine Armee, geführt von meiner dunklen Materie, überrannte die Wurzelwelt. Doch Omegon interessierte diese Welt wenig. Er ließ sie zurück und versteckte seinen Kern wahrlich. Und das in einer anderen Welt. Die frühere Wurzelwelt wurde zur dunklen Welt. Und in dieser neuen Welt standen nun alle der ehemaligen Helden potenziell für die Not bereit.
Als nächstes gab es den Versuch des Schattendämon, welchen ich als treuer Anhänger begleitete. Ich sah ihn als eine Art Einigung aller Weltengeister, all meiner Götter. Doch Omegon war bereit, gegen eine derartige Kraft anzutreten. Er musste seine Joker, unsere Helden, noch nicht einmal freisetzen. Stattdessen waren es seine eigenen Kinder, welche an der Spitze dieses Krieges standen. Latias und Latios des Sternlichtes. Zwei Pokémon komplett unabhängig von den beiden Helden des Weltenbaumes des Sturmes, wenn auch Vertreter der gleichen Spezies. Und mit der Kraft des Blutes vom großen Diktator konnten sie den Krieg gewinnen. Doch zumindest Latias konnte ich persönlich verbannen. Was als nächstes geschah, würde für mich jedoch alles ändern. Das Projekt Schattendämon war nach einem zweiten Versuch meinerseits gescheitert. Die Weltengeister wussten nicht mehr so recht weiter. Die Kraft des ersten Menschen reichte nicht. Zumindest nicht ohne die richtige Kontrolle. Darkrai, du erinnerst dich doch bestimmt noch an damals, als wir dir die Rolle eines Weltengeistes anboten, oder nicht? Natürlich. Es war der Startschuss dieses Krieges. Wir haben heute eine Anfrage, welche wohl nicht weniger bedeutend ist, Darkrai. Die Kraft des ersten Menschen hilft uns so, wie sie ist, nicht weiter. Sie muss erst genutzt werden. Von einem kühlen, planenden Pokémon. Einem Strategen. Kurz, von dir, Darkrai. Wirst du die Kraft des ersten Menschen tragen? Das letzte Angebot dieser Art hatte ich abgelehnt. Dies war der Grundstein für den Krieg gewesen. Dieses Mal wusste ich es besser, die Kraft zu nutzen, welche mir nun angeboten wurde, um den Frieden wiederkehren zu lassen. Ja, ich werde die Kraft nutzen, so gut ich es nur kann. Ich verspreche es. Das glauben wir dir auch so. Darkrai, sei dir im Klaren darüber, dass du nun alleine für das Schicksal vierer Weltenbäume kämpfen wirst. Und dass Omegon die Macht, die er selbst erschaffen hat, in dir spüren kann. All dieses Wissen, all diese Anforderungen trug ich nun mit mir hinaus in den Krieg, dessen oberster Krieger ich nun war. Mit dieser neuen Macht konnte ich die dunkle Macht und reines Element stärken. Und die dunkle Materie, als wäre es nichts, kreieren. Ich hatte unfassbare Macht, mehr als ich es je erwartet hätte. Doch wenn Omegon merkte, dass ich nun Träger dieser Kraft war, es wäre zu Ende. Und so begann wahrlich mein großer Krieg, welchen ihr alle schon ausführlich kennt. Zuerst versuchte ich, den Zeitturm zu stürzen, in der Hoffnung, dass dies Omegon schwächen würde. Doch dies wurde durch zwei neue Helden verhindert. Günther und Lord Ecke. Günther. Die andere Hälfte meiner Macht. Während ich überlegte, wie ich nun weiter vorgehen sollte, ließ ich der dunklen Materie freien Lauf. Und sie startete einen Krieg, in welchem Günther wiederkehrte und sich mit den anderen Helden vereinte. Doch die dunkle Materie ging etwas zu weit. Glücklicherweise hatten Floinks Abenteuer im Weltenbaum der Schatten Spuren hinterlassen. Dort akzeptierte er einst die dunkle Materie und sie wurde so ein Teil von ihm. Und mit etwas Nachhilfe meinerseits konnte er so die dunkle Materie stürzen. Aber leider hatte ich die Determination übersehen. Ein Fehlprodukt, welches bei der Stärkung der beiden hohen Elemente entstanden war, welches sich zwischen den Welten gebannt hatte. Sie kehrte wieder und versetzte die Welt in einen Schlaf. In einen Schlaf, in welchem der Kern Omegons unerreichbar war. Also kam nun Bulby, Shinux, Chillast, Seemobs und Eevee ins Spiel. Als das Problem der Determination beseitigt war, war Günther verschwunden und meine Versuche seiner Rückkehr scheiterten. Deshalb versuchte ich anderweitig an die Macht des ersten Menschen zu gelangen. In der Welt der Menschen. Dort holte ich auch Nick Schrosmer zurück. Er war ein Begleiter gewesen, in der Zeit nach dem Ende der dunklen Welt bis zum dunklen Blitz, wie er es nannte. Der Blitz, welcher mir die Kraft des ersten Menschen gab. Damals trennte ich meine Wege von ihm, im Gedanken, dass er von Omegons Lügen zu geblendet sei.
In der Menschenwelt entschied ich mich jedoch, ihn einzuweihen, ihm einen Teil der Kraft zu geben, für den Fall, dass ich scheitern würde, so dass er mich zurückholen könnte. Und mit Hilfe dieser Kraft verstand auch er. Er schloss sich mir wahrlich an für das große Ziel. Nick Schrossmer war kein Irrer, er war ein Held. Aber auch er fiel letztendlich auf dem Turm der Götter. Und da Günthers Seele zwischen Raum und Zeit eingesperrt wurde und mit ihr seine Kraft, blieb mir nur die Verzerrung. Ein zweiter Günther wurde aus einem Teil der Kraft geschaffen, das Zahnrad der Welten aus dem Rest. Und so begann ein Kampf zwischen den zwei Günthern. Und ich sah zu und es konnte mir egal sein, wer siegte. Sollte der zweite Günther siegen, hätte ich die Macht, falls nicht, dann könnte ich den Krieg trotzdem ganz einfach gewinnen. Die Macht, die Zukunft und Gegenwart zu sehen, welche in der Kraft des ersten Menschen lag, machte mich übermütig. Und wie das Finale ausging. Nach dem Unvergehen der Zeit kehrte ich zurück zu meinen Göttern. Meine Macht war fort, die Hoffnung vergangen. Sie alle empfingen mich. Der Kampf ist verloren und der Krieg ebenfalls. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich habe Omegons List unterschätzt. Bitte vergebt mir. Gräme dich nicht, Darkrai. Wir geben dir keine Schuld. Wir wurden auch getäuscht und haben versagt. Aber trotzdem ist dies wohl das Ende. Wir haben nichts mehr in der Hand. Was Tunil spricht, ist die Wahrheit. Unsere einzige Waffe gegen Omegon ist fort. Ich war kurz davor, einfach aufzugeben. Doch dann erinnerte ich mich an all die Pokémon, welche mir die Kraft ihrer Gebete gegeben hatten, durch welche ich zu Weiles wurde. All die Reisen, all die Natur. Vielleicht ist es alles vergebens, aber aufgeben werde ich nicht. Vielleicht, eines schönen Tages, finden wir doch noch einen Weg. Und bis dahin werde ich weiter für die vier wahren Weltenbäume kämpfen. Die Sage eines Kriegers, Held oder nicht. Jeder muss dies für sich entscheiden. Jahrhunderte kämpfte ich für meine Freunde, meine Welten. Und nun ist alles verloren. Doch auch wenn es hoffnungslos ist, ich werde warten. Und wenn ich bis zum Ende der Weltenbäume warten muss. Vielleicht scheint eines Tages doch noch ein Stern der Hoffnung auf uns hinab. Doch wie wahrscheinlich ist dies, wo doch gerade die Sterne unser Tod sind? Vielleicht habt ihr nun nochmal ein anderes Bild von meinen Taten. Wie ihr sie bewertet, ist eure Sache. Doch vielleicht konntet ihr eine Lehre aus all dem ziehen. Dann seht euch all die Reisen an. All die schrecklichen Feinde. Dunkle Materie, Determination, Floink, Nick Schrossmer, Groudon, ich. Wie viele von ihnen waren wahrlich böse? Kann ein Lebewesen wahrlich böse sein? Es liegt an euch, dies zu entscheiden. Lebt wohl.